Wir haben Ihnen versprochen, heute die zweite Präsentation von Kandidatinnen und Kandidaten. In der ersten Präsentation haben wir festgestellt, dass im Gegensatz zu anderen kandidierenden Listen bei uns die Personen die Programme sind. Das ist auch heute so. Wir präsentieren drei Personen, die dann ihre drei Programme präsentieren werden. Es hat in den letzten Tagen viele Spekulationen darüber gegeben, über meine Person, wie ich mich entscheiden werde. Und ich sitze heute am Podium und ich kann sagen, ja, es geht. Es geht, dass wir die Politik in den nächsten Jahren in eine Richtung bewegen wollen, in eine neue Art, in einen neuen Stil führen wollen, der sich so auszeichnet, dass es keine Partei im ursprünglichen Sinne gibt mit Clubzwang, sondern dass freie Mandatare und freie Abgeordnete entscheiden können, wie sie die Bevölkerung und die Interessen der Bevölkerung vertreten wollen. Ich habe mir aus eigenen Stücken dazu entschieden, heute hier am Podium zu sitzen und für die Liste Peter Pilz als freie Abgeordnete zu kandidieren. Meiner Meinung nach ist Clubzwang etwas Verfassungswidriges. Es nimmt Abgeordnete in der Zange der Parteien und führt dazu, dass das Vertrauen in die Politik immer weiter sinkt. Wir haben es zum Ziel gesetzt, Politik ehrlich, offen und transparent zu machen. Ich kandidiere für die Liste Peter Pilz. Und warum tue ich das? Ich tue das deshalb, weil ich in den letzten Jahren viel Aufbauarbeit in einigen Themenbereichen und Schwerpunkten geleistet habe. Und diese Aufbauarbeit soll nicht ganz umsonst sein. Diese Aufbauarbeit und meine Schwerpunkte, über die ich im Folgenden dann berichten werde, möchte ich schlicht und einfach fortsetzen. Der Peter hat ja gesagt, jeder Kandidat auf seiner Liste steht für ein eigenes Programm. Und von meiner Seite aus sind es drei Schwerpunkte. Da ist einmal die parlamentarische Knochenarbeit, sage ich so. Das sind die Budgetanalysen. Das ist ja die Königsdisziplin im Hohen Haus. Und da bringe ich viel Erfahrung mit. Und ich kann Ihnen sagen, da kann mir kein Finanzminister was vormachen. Ich mache das seit mehr als drei Jahrzehnten. Und die Budgettricks der Finanzminister, die sie gerne anwenden, denen komme ich allen auf die Schliche. Mir liegt aber auch Europa am Herzen, die EU. Die EU ist meines Erachtens in einer Sackgasse. Wir sind in der EU konfrontiert mit einer Eurozone, die noch immer nicht auf sicheren Beinen steht. Die Arbeitslosenquote ist extrem hoch. Die Armut steigt weiter, sie sinkt nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Das ist schlicht und einfach deshalb so, weil es auf europäischer Ebene auf die Krise 2007, 2008 und auch schon in den Jahren davor fehlgeleitete Antworten gegeben hat. Meine Kandidatur für die Liste Pilz ist eine klare Ansage in Richtung Kulturpolitik. Ich möchte meine Kulturpolitik fortsetzen. Die Grünen haben diese Kulturpolitik abgewählt. Und ich möchte weiter dafür sorgen, dass beispielsweise die 4000 Kulturinitiativen in diesem Land, die hervorragende Arbeit leisten, die auch für Diversität sorgen, dass die weiterhin von mir Unterstützung bekommen, eine Unterstützung, die sie wirklich verdient haben.